besser gesagt mit höchstem Respekt. Aber so allmählich war ich doch etwas verdrossen. Die Sonne brannte, die Spätjulisonne. Und ich dachte noch, ich bin im Urlaub. Dort in Argentan, im Landhaus meiner Freunde, ging es mir so gut. Warum habe ich mich bloß auf dieses Treffen hier an der Mole eingelassen? Das Ganze ist doch absurd. Und ich betrachtete meinen Schatten unter mir. Und auch er erschien mir absurd und überflüssig, sinnlos. Es war ein kurzer Schatten, der von der Mittagssonne flach gedrückt wurde. Und da erinnerte ich mich, er hatte 12 gesagt. Aber vielleicht hatte er 12 Uhr Mitternacht gemeint. Geister erscheinen immerhin um Mitternacht. Ich stand auf und ging über die Mole. Ich dachte, was mache ich hier am letzten Sonntag im Juli? Und ich ging schneller, um so rasch wie möglich in Santusch zu sein. Vielleicht war es im Park ein wenig kühler. Der Park war menschenleer. Nur der Zeitungsverkäufer stand vor seinem Kiosk. Ich ging zu ihm hin und der Mann lächelte. Benfica hat gewonnen, sagte er strahlend. Haben Sie es in der Zeitung gelesen? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich hatte es noch nicht gelesen. Und der Mann sagte, ein Nachtmatch in Spanien. Ein Benefizspiel. Ich kaufte Abola und suchte mir eine Bank, um mich zu setzen. Ich las gerade, wie es dazu gekommen war, dass Benfica das entscheidende Tor gegen Real Madrid geschossen hatte, als jemand guten Tag sagte.